Wir sind auf der Stufe Nummer 6. Abschluss. Das ist das A in E-Kiswa. E für die Wahl der Einstellung, K für den Kontaktaufbau, I für die Ermittlung der Ist-Situation, S für die Bedarfsermittlung der Soll-Situation. Jetzt haben wir den Bereich W wie Warenpräsentation hinter uns und kommen zum Abschluss. Was ist das Etappenziel der Vorstufe? Wir müssen natürlich das richtige Möbelstück für den Kunden gefunden haben, das Möbelstück, was ihn glücklich macht. Wie können wir das sicherstellen? Wir können die sogenannte Ja-Straße aufbauen und einfach nochmal durchgehen. Ihnen ist wichtig, dass das Sofa Folgendes kann. Ja, das haben wir berücksichtigt. Ja, sind wir ungefähr in Ihrem Budget geblieben. Ja, das nennt sich die Ja-Straße aufbauen und wir stellen damit sicher, dass wir dem Kunden nicht versuchen, irgendwas zu verkaufen, was er nicht haben will, was in der Regel schief geht. Es muss sein Traummöbelstück sein. Dann gibt es jede Menge Abschlusstechniken, die aber allesamt überschätzt werden. Ein Abschluss folgt daraus, dass wir die Aufgaben in den vorherigen Stufen gut gemacht haben. Wenn wir jeweils die Etappenziele erreicht haben und das wirklich sein Traummöbelstück ist und der Vertrauensaufbau stattgefunden hat, sodass ihm nicht im Kopf rumgeht, ist das der richtige Preis? Werde ich betrogen? Kann ich das woanders billiger bekommen? Wenn das alles gewährleistet ist, dann sollten wir eins tun, nämlich den Abschluss sehr kurz und schmerzlos machen. Und die einfachste Art, das zu tun, ist, den Abschluss vorauszusetzen. Das heißt, wir sagen, gut, nach der Jahrstraße, dann ist ja alles besprochen. Ich schreibe das jetzt für Sie auf. Wichtig ist, dass wir Ihnen schon mal den Preis reservieren. Und dann fangen wir an zu schreiben. Entweder direkt in den Computer, wie ist denn Ihr Vorname, lieber Herr Kunde? Und so weiter, Lieferadresse oder wenn Sie auf einen Handkaufvertrag schreiben, fangen Sie direkt an, auf den Kaufvertrag zu schreiben. Das ist die einfachste Art der Abschlusseinleitung, den Abschluss einfach vorauszusetzen. Viele sagen, das kann man doch nicht tun, ich muss doch den Kunden fragen, ob er soweit einverstanden ist und ob wir jetzt einen Vertrag machen sollen. Davon rate ich ab, denn wenn Sie den Kunden fragen, ob er eine Entscheidung treffen will, dann horcht er in sich rein. Und Entscheidung ist ja schon ein fieses Wort. Da steckt das Wort Scheidung drin. Eine Scheidung ist immer eine Trennung. Der Kunde muss sich von sehr viel Geld trennen. Und das will natürlich reiflich überlegt sein. Und wenn wir jetzt fragen, willst du dich entscheiden oder willst du lieber warten? Dann sagt das Echsengehirn, das Entscheidergehirn, im Kunden, na, ich will, wenn ich lieber warten kann, dann warte ich lieber, dann mache ich zumindest heute keine Fehler. Das heißt, den Kunden nach dem Abschluss zu fragen, ist eher ungünstig. Den Abschluss vorauszusetzen und zu sagen, so, wir haben das Richtige für Sie gefunden, ich schreibe das für Sie auf, damit wir Ihnen den Preis schon mal reservieren können, wie ist denn Ihr Vorname und dann anfangen, die Sachen einzutragen, ist die Art, die am besten funktioniert. Wenn der Kunde dann sagt, nein, ich bin noch nicht so weit, können wir immer noch in die Einwandbehandlung gehen. Das ist das Thema des nächsten Videos, aber erstmal müssen wir es versuchen. So, jetzt ist die Frage, wann ist der beste Zeitpunkt, einen Abschlussversuch zu machen? Und Zig Ziglar, einer der besten Verkäufer der Welt, hat dazu gesagt, schließen Sie früh ab, schließen Sie spät ab und schließen Sie oft ab. Die meisten Verkäufer, die trauen sich nicht darüber zu reden, dass es darum geht, hier was zu verkaufen. Das heißt, ich würde möglichst früh schon darüber sprechen, so, damit Sie heute eine Entscheidung treffen können und wir machen heute alles soweit klar, dass der Kunde, dass dem Kunden klar ist, es wird schon ein Abschlussversuch gemacht und er wird sich entscheiden müssen und entweder Ja oder Nein dazu sagen müssen. Das heißt, versuchen Sie früh zu sagen, so wollen Sie dieses Möbelstück so haben. Wollen Sie das in, das heißt nicht in möchte, könnte, hätte, sollte, würde, sondern in klaren Fragen möglichst früh versuchen abzuschließen. Wenn der Kunde sagt, nein, 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 ich kaufe heute auf keinen Fall, das macht ja nichts. Sie können mehrere Abschlussversuche machen und je mehr Sie machen, desto mehr steigt Ihre Chance. Eine Statistik, die rumerzählt wird. Ich habe noch nie ganz genau gesehen, wie das wirklich studiert wurde, dass ein Kunde 5 bis 7 Anstöße braucht, um tatsächlich eine Entscheidung zu treffen. Und wenn wir diese 5 bis 7 Anstöße nicht geben, dann zieht der Kunde weiter, sagt, ich muss noch mal drüber schlafen und geht aber tatsächlich durchs nächste Möbelhaus und kriegt da weitere Anstöße, die irgendwann dazu führen, dass er sich entscheidet. Das heißt, Abschluss früh, Abschluss oft, Abschluss spät. Es ist erst vorbei, wenn der Kunde vom Parkplatz gefahren ist. Aber machen Sie nicht den Fehler, auf Wiederkommer zu hoffen. Wiederkommer sind relativ unwahrscheinlich. Überlegen Sie sich das mal. Die Leute reisen durch 4 Möbelhäuser im Schnitt. Das heißt, Sie haben nur eine Chance von 1 zu 4. Wenn Sie eins der ersten Möbelhäuser sind und den Kunden rausgehen lassen, gehen alle anderen unter Ihren Preis. Das heißt, Ihre Chancen sinken unter 20%, wenn der Kunde erstmal raus ist. Das heißt, sorgen Sie dafür, dass Sie sehr, sehr energisch,
sehr oft Abschlussversuche machen, denn wenn der Kunde einmal raus ist, kommt er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht wieder. Und Sie haben sich die Arbeit gemacht, Sie sollten auch dafür sorgen, dass Sie die Provision dafür kriegen. Also Abschlussversuch, wenn alle Stufen vorher gemacht sind, und machen Sie ruhig mehrere Abschlussversuche, setzen Sie den Abschluss voraus. Der Kunde ist an einem Kaufhaus, der Kunde ist nicht in einem Museum. Der sollte auch nicht überrascht reagieren, wenn Sie versuchen, ihm das Möbelstück zu verkaufen. Und was man sich klar machen muss, wenn Sie den Kunden rausgehen lassen, haben Sie nicht Ihre Arbeit gemacht. Ja, der Kunde wollte nicht eine Beratung, sondern er wollte ein neues Sofa. Das heißt, beide haben nicht das bekommen, was sie wollten. Der Kunde braucht ein neues Sofa, Sie wollen den Verkauf und damit den Umsatz fürs Haus sichern und natürlich auch für sich. Das heißt, Sie müssen klar im Kopf haben, das Verkaufsgespräch endet mit einem Abschlussversuch und mit einem Abschluss, wenn ich die richtige Ware gefunden habe.